bist jetzt neu beim FC Türkgücü, Oberliga-Verein in Hamburg. Vielleicht kannst du uns erzählen, warum du dich ausgerechnet für den FC Türkgücü entschieden hast. Für mich ist es einfach so, dass ich wollte wieder Fußball spielen und habe ich mich für den entschieden. Und, ich habe einen guten Kontakt mit dem Trainer und deswegen bin ich auch da gegangen. Und Erdogan war auch sehr, sehr nett zu mir, sein erster Tag, und deswegen bin ich da einfach da gegangen. Jetzt ist das ja ein Verein, der gerade in die Oberliga aufgestiegen ist, Platz 13, jetzt 3 Siege in Folge. Sie haben auch zwei gute Angreifer ja vorne schon mit drin. Was erwartest du vom FC Türkgücü und von der Saison, die jetzt ja noch vor dir liegt dann? Ich erwarte das einfach, dass wir so weitermachen. Das natürlich ist schwer, weil die sind neu in die Liga, die müssen Erfahrung sammeln, und das war am Anfang so. Und die haben auch vielleicht der Ex-Trainer nicht eine gute Vorbereitung gemacht, und aber der neue Trainer hat irgendwie mit den Spielern was gemacht im Kopf, und jetzt man sieht das auch so, wenn die spielen, freuen dann spielen und die gewinnen, die gehen Zweikampf, die sind richtig fit und so. Und für mich natürlich, ich erwarte, dass ich irgendwie meine Leistung irgendwie nochmal bringe und meine Erfahrung. Du hast ja jetzt schon viele Stationen in deiner Karriere hinter dir. Du hast in Indonesien gespielt, in der Schweiz gespielt, in Frankreich, du warst beim TuS Koblenz. Viele verschiedene Stationen, die du schon hattest. Was macht für dich den Reiz an der Hamburger Oberliga aus? Der Reiz nicht, aber ich liebe Fußball, und deswegen wollte ich einfach spielen. Aber ich weiß nicht, einfach Spaß. Also ich bin ein Spieler, ich möchte immer gewinnen, egal wo ich spiele oder mit meinem Sohn spiele oder irgendwie mit Freunden oder so. Ich möchte immer gewinnen, und deswegen diese Reiz habe ich immer noch. Und deswegen für mich ist schon klar, dass wenn ich irgendwie im Stadion stehe oder im Trainingplatz, muss ich immer gewinnen. Und das ist einfach die Reise, was ich immer noch habe im Fußball. Mich würde interessieren, du bist ja gebürtiger Kameruner. Mhm. Du hattest viele unterschiedliche Stationen. Vielleicht kannst du so ein bisschen deinen Lebenslauf bisher so beschreiben, also wo du schon gespielt hast und wo es dir vielleicht auch am meisten Spaß gemacht hat zu spielen. Wo? Ich muss die Wahl sagen, wo ich mir am meisten gemacht habe, war FC Sion. Weil da habe ich war 19, ich habe richtig gespielt, die Mitspieler waren gut, alles hat gepasst. Es gibt auch einen kleinen Mannschaft, wo ich mir auch viel, viel Spaß gemacht habe, in Deutschland, aber das ist FC Oberneuland. Damals haben wir, das war 4. Liga, dann habe ich, weißt du, diese Mannschaft, die waren so alle so wie Freunde. Aber das sind die zweite Mannschaft, ich meine FC Sion. Den FC Oberneuland, wo ich habe am meisten Spaß gehabt an Fußball. Frankreich natürlich, weil du fangst an mit Fußball, dann bist du, ich war in Fußballschule, in Internat, war mir total, das war mein Wunsch, das war mein Traum, irgendwie in Fußballschule zu gehen.